Vor langer Zeit marschierte meine Armee gen Mordor. Wir begruben unsere Gefallenen in Hügelgräbern wie diesen. Unsere stärksten Krieger ruhen in diesen Hallen, geschützt durch mächtige Magie. Und wir nutzten all unsere Künste, um die Kräfte der Elben in der Schlacht einsetzen zu können. Und du hattest den einen Ring? Ja. Und mit ihm schuf ich eine Armee. Ich führte den Sturm gegen Sauron an. Als Sauron seinen Verrat enthüllte, erhob ich die Waffen. In meinem Zorn war ich entschlossen, ihn für seine Täuschung zu bestrafen. Der neue Ring, unser Ring, trägt kein Zeichen seines Schattens. Er ist perfekt. Bleibt vorerst verloren. Doch den Palantir können wir schützen. Dann gehen wir zur großen Halle. Idril ist dort. Vielleicht kann sie uns helfen. Yeah!
Die große Halle beherbergt die größten Schätze von Minas Ithil. Es zählt nur der Palantir. Wir sollten die große Halle untersuchen. Und den Palantir sichern. Uns bleibt keine Zeit. Wir können nur das Nötigste mit uns nehmen. Wir nehmen alles mit. Idre, es müssen Opfer gebracht werden. Ich werde unser Vermächtnis nicht der Furcht opfern. Heda, wer bist du? Baranor, das ist der Waldläufer, von dem ich dir erzählt habe. Du hast für Minas Ithil viel Blut vergossen. Wir kennen nicht mal deinen Namen. Talion. Gondor dankt dir, Talion. Doch wir brauchen alle Krieger vorn am Tor. Nein, die Uruks wollen den Palantir und werden alles tun, um ihn zu bekommen. Wo ist er? Mein Vater hat ihn versteckt. Nichts ist sicher, ob versteckt oder nicht. Die Uruks werden die ganze Stadt auseinandernehmen, um ihn zu finden. Die Lage ist verzweifelt. Doch wir geben nicht auf. Wir werden standhalten. Wir müssen. Ich muss das Tor schützen! Zu den Toren! Schnell! Ich lasse diese Stadt nicht fallen! Dann müssen wir den Palantir erlangen. Es ist der einzige Weg. Womit wir es zu tun haben. Hier entlang! Von dort aus können wir die gesamte Unterstadt sehen. Hält nicht mehr lange. Ich übernehme die Belagerungsbestien. Baranor und ich kommen hier zurecht. Talion, wir müssen eine der Belagerungsbestien übernehmen. Das dürfte interessant werden.
Schüsse auf den Sprengstoff sollten die Bestie erledigen. Bestie ist in Reichweite. Zerstöre sie! Wir können die Bestie nicht dem Feind überlassen. Schade, dass wir sie nicht mitnehmen können. Es ist eine fabelhafte Waffe. Wir müssen uns beeilen. Das sollte helfen. Sollte Minas Ithil fallen? Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie den Palantir besitzen. Ich hatte an Gondor gedacht. Ich weiß, was hier zu tun ist. Sind schier endlos. Saurons Armee ist immens gewachsen. Auf herkömmlichem Weg ist er nicht zu besiegen. Wir müssen den Palantir bergen. Warum geschieht das? Diese dumme Bestie schießt auf uns! Zurückgedrängt. Vorerst. Ein weiterer Angriff wird sicher folgen. Wir sollten in die Oberstadt zurück. Nach Idril und den anderen sehen.
Es reicht ihnen nicht, uns zu zerstören. Sie wollen unsere Geschichte auslöschen. Wenigstens haben sie nicht den sehenden Stein. Die Tore halten stand. Diese Relikte waren mein Leben. Mein Vater hatte recht. Wir müssen retten, was wir können, und flüchten. Ihr besitzt eine sehr wertvolle Waffe. Der sehende Stein verleiht euch Wissen über den Feind. Nutzt ihn. Das ist zu gefährlich. Der Palantir vergiftet die Menschen. Niemand widersteht seinem Einfluss. Ich schon. Das dachten schon viele vor dir. Wenn ich mich irre, werde ich scheitern wie sie. Aber falls nicht, dann siegen wir. Ich gehe zu meinem Vater und spreche mit ihm. Sie wird dich beim Wort nehmen, Waldläufer. Du setzt viel Vertrauen in sie. Gib ihr Zeit. Bis dahin sollten wir zu Kankrat zurückkehren. Ich brauche Antworten. Wir müssen zu Kankra. Ihre Visionen können uns helfen. Wir brauchen den Ring. Nur das Geringste? Du Narr! Minas Ithil wird fallen! Du wirst sterben! Und bald werden wir gegen ganz Gondor marschieren! Zeit für einen Drachenprügel! Das geschieht dir recht, du erstickter Feuer!
Dieser hier versuchte wohl gerissen zu sein. Halte einen Haufen Finden nicht für Gerissenheit. Das war lächerlich. Spielerei. Du! Dieser Speer trägt deinen Namen. Auf ihm steht Opfer. Er ist gut genug, dich zu töten und deinen Kopf darauf aufzuspießen. Der hier wollte unentdeckt bleiben. Einer von Mordors Meuchlern. Es werden mehr kommen. Da ist er! Das hätte dich nicht! Oh!